Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute wird's indisch würzig. Ich habe lecker Tandoori Chicken für euch. Ein wunderbares Rezept, ganz flott zubereitet mit wenigen Handgriffen und wenigen Zutaten. Wie es gelingt, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß bei diesem Video. Schaut mal her, ich habe hier schon alles aufgebaut, was wir benötigen. Eine Auflaufform später oder eine andere feuerfeste Form, dann eine besondere Gewürzmischung, dazu später mehr. Wir brauchen Joghurt, Ingwer, Knoblauch, Essig, Öl und hier die Hauptdarsteller, die Chicken. Der Kameramann hat beim türkischen Metzger Oberschenkel bestellt. Manchmal nimmt er sie auch ausgelöst, aber diesmal hat er gesagt, lass bleiben. Ihr seht schon, alles, was sich Händchen irgendwie bezeichnet, könnt ihr dafür verwenden. Auch Händchen, Brust, mit Haut, ohne Haut, dann die Schlägel, ja, was ihr mögt. Auch die Flügel könnte ich mir vorstellen. Ja, und jetzt starten wir einfach. Es gibt ja nicht das Tandoori-Rezept, wie es oft so ist. Also es gibt kein Original. Es gibt so viele verschiedene, wenn ihr da mal recherchiert. Das ist wirklich unglaublich. Und das ist eben eins davon. Und das zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt werden die Händchenschlägel oder die Händchenoberschenkel mariniert. Und zwar mit den Zutaten, die ich schon aufzählt habe. Und das kommt jetzt einfach in diese Schüssel hinein. Auf geht's, rein mit den Zutaten. Kameramann, wir starten mit dem Essig. Das gibt eine schöne säuerliche Note. Dann gebe ich den Knoblauch dazu. Sowie den Ingwer ganz klein geschnitten. Etwas Öl darf auch nicht fehlen. Und der Joghurt. Und das mischen wir jetzt erstmal ein bisschen durch. Das verbindet sich jetzt alles schön. Und wir lassen es ja mindestens eine Stunde oder 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Ja? So, und jetzt kommt das Wichtigste eigentlich schlechthin dazu. Und zwar die Gewürzmischung. Und die habe ich hier von Sydney and Francis. Ich verlinke euch das mal unterhalb des Videos in der Infobox. Und da gibt es nicht nur Gewürzmischungen, sondern auch Soßen aller Art, Dips, Convenience Food. Habe ich alle bekommen? Können alle mir? Nein, Kameramann, die werden verlost. Zu den Bedingungen später mehr. Und du darfst dir höchstens zwei aussuchen. Also, was nimmst du? Ich habe gedacht, die haben das für mich geschickt, zum Durchprobieren. Na, also, ja, was meinst denn du? Nein, das wird an unsere lieben Zuschauer verlost. Die sollen auch was davon haben. Und zwei Soßen reichen dir, gell, zum Probieren. Und das ist jetzt eben das wichtige Gewürz, das Typische, ja, das so ein Tandoori Chicken erst zu dem macht, was es heißt. Da ist unter anderem Ingwer drin, da ist Paprika drin, Sea Salt, Knoblauch und Zwiebelpulver und so weiter. Und das duftet traumhaft. Und das kommt jetzt hier großzügig da rein. Und jetzt heben wir es einmal unter. Und dass sich es gut verteilt. Und das darf richtig rot leuchten. Also da werde ich jetzt sicher nochmal was dazugeben, eine ordentliche Portion. Da lege ich doch dann gerne mal Hand an, vorher streuen wir noch einmal was drüber. Da dürfte ich schon so 3-4 Esslöffel verwenden. Und jetzt massieren wir das nochmal schön ein. Das glaube ich könnte was das werden. Das duftet gut, ja. Mhm, ja. Da ist auch ein bisschen Zimt drin. Also wenn du noch mehr brauchst, ich kann dir noch was drüber schütten, weil du hast da jetzt... Ja, können fast noch ein bisschen mehr leuchten. Moment, dann beuge ich mich mal rüber. Und streust mal noch eine gute Portion drüber, ja. Sag Stopp. Stopp. Mhm, gut. Und jetzt lassen wir die Händchenschenkel hier drin für eine gute Stunde marinieren. Und dann braucht ihr nur noch eine Auflaufform vorbereiten, die mit Öl ausstreichen. Und schon geht es ab auf den Grill bei 180 Grad oder in den Ofen für etwa 40, 45 Minuten. Die Marinade hat gewirkt für eine Stunde. Der Grill ist bereits auf 180 Grad vorgeheizt. Und hier seht ihr eine Auflaufform. Und die werde ich jetzt einmal ein bisschen mit Öl auspinseln. Warum macht man das, damit es nicht festklebt? Ja, damit es nicht festklebt. So. Aber das klebt so nicht so fest. Ach, Kameramann, du fragst mich Sachen. Das macht man halt einfach so, dass man es jetzt nicht direkt auf die
trockene Oberfläche legt. Und jetzt platzieren wir unsere marinierten Chicken hier schön drauf. Das wird was. Ja, das sieht gut aus, gell? Meine einzige Sorge ist, dass die Haut nicht kross wird, aber ich glaube, die wird kross. Ich glaube es auch. Gell? Weil bei Chicken Wings wird es auch kross. Na logo, ihr könnt die Haut auch abziehen. Aber ich bin nicht so der Freund vom Häuten. Also, die Haut abziehen, wer macht denn sowas? Ja, nein. Kann man eigentlich diese Marinade auch noch verwenden? Die könnte man eigentlich mit reintun. Das würde ich jetzt nicht machen. Okay. Nö, das gut. Macht man klassisch nicht. Gut. Gell? So, schön rein. Und jetzt raus am Grill. Und jetzt raus auf den Grill. Und das war's schon. Und dann kann man sich Beilagen überlegen. So, Kameramann, schau sie dir nochmal an. So werden sie nicht bleiben. Wir werden sie jetzt knusprig grillen. Und zwar auf dem indirekten Bereich bei 180 Grad. Und wie gesagt, gelingt auch im Backofen. So, rauf damit. Deckel schließen und zurücklehnen und schon mal an die Beilagen denken. Was, Kameramann, wünschst du dir? Ich habe jetzt Reis für Reis hier gesorgt. Nein, ich mag ein Fladenbrot. Fladenbrot habe ich zufällig auch. Ah, wunderbar. Und man isst sie klassischerweise mit ein bisschen Limette oder Zitrone, ein paar Zwiebelringe drüber. Ich blende euch dann später noch Serviervorschläge ein oder einen zumindest vom Fotoshooting. Ja, bitte. Eine Soße, Erdnusssoße oder sowas in die Richtung. Ja, geht zwar ein bisschen in eine andere Richtung, aber letztendlich könnt ihr euch sämtliche Dips dazu schmecken lassen. Wem es vielleicht zu deftig, zu scharf ist, der kann das Ganze mit einem Sour Cream Dip abmildern, ja, sagt man, oder mit Joghurt-Dip, ja, also, aber klassischerweise isst man so, ein bisschen Zwiebelringe drüber und Fladenbrot dazu und Reis oder Reis. Gut, also abwarten und dann wird schon probiert und serviert. Nach 45 Minuten habe ich den Grill ausgemacht und es duftet jetzt traumhaft nach orientalischem Hähnchen. Orientalischem Händchen, also wirklich so lecker. Schaut euch das mal an. Auf jeden Fall riecht es traumhaft. So, und die Haut, Kameramann, ist knusprig geworden. Das hast du aber auf dem Ding gehabt. Ja, genau. Nur ja, wir faken hier. Ja. Nein, wirklich. Gell? Die ist schon knusprig geworden. Und ihr habt dann eine schöne Soße. Da kann man natürlich dann das Fleisch nochmal reinditschen. Gell? Und jetzt schneide ich mir da mal was ab. Oh, traumhaft, gell? Und von der Soße, das lasse ich mir nicht nehmen. Muss noch was mit in den Mund. Kann ich auch was haben, bitte? Wahnsinn. Traumhaft. Das ist saftig. Also das macht schon dem klassischen bayerischen Händel Konkurrenz, muss ich sagen. Gell? Das ist einmal was ganz anderes. Diese Gewürzmischung, die macht's. Und da darf richtig viel rein, da braucht ihr nicht sparsam sein. Das passt genau. Und dann habt ihr da noch schön was zum Tunken Reis dazu genießen. Ich blende euch einen Serviervorschlag ein und da holt ihr sicher alle an den Tisch. Also ich glaube, da kann man ziemlich jeden begeistern, ob groß oder klein. Scharf ist es auch nicht, sondern einfach nur würzig. So lecker. Liebe Zuschauer, unbedingt nachmachen. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich blende euch was zum Abonnieren ein, den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut. Boah, Kameramann, hey, da schaust du, wa? Da schaue ich nicht lang, da esse ich jetzt. Gut.